Hallo Lars, wir freuen uns, dass wir dich jetzt auch endlich mal vor der FCK-Kamera begrüßen dürfen. Du warst ja unser allererster Sommertransfer, den wir bekannt gegeben haben. Das war kurz nach der Relegation. Deine persönliche Entscheidung für den FCK, die ist ja aber schon deutlich vorher gefallen. Was waren denn die Gründe dafür? Vielleicht auch gerade speziell diese frühzeitige Entscheidung, wo du noch gar nicht wusstest, wo es für den FCK hingehen wird. Ja, also für mich stand es relativ schnell fest, als der FCK Kontakt zu meinem Berater aufgenommen hatte, dass ich diesen Schritt gehen möchte zu so einem riesigen Verein mit absoluter, ich habe es schon mal im Interview gesagt, absoluter Strahlkraft. Die Fans brauche ich, glaube ich, gar nicht erwähnen, weil das weiß ganz Deutschland, dass die Wahnsinn sind. Und ich habe einfach Bock drauf, vor so einer Kulisse zu spielen. Und ich habe es ja schon mehrfach betont, mein Ziel war, für den Sommertransfer oder für das Sommertransferfenster in die zweite Liga zu gehen. Trotzdem habe ich mit dem FCK die Relegation mitgefiebert, weil ich halt für den FCK auch in der dritten Liga gespielt hätte und auch gern gespielt hätte. Aber in der zweiten Liga ist es ja natürlich ein absoluter Traum und ich freue mich extrem drauf. Du hast es gerade schon angesprochen. Man fiebert wahrscheinlich bei so Spielen wie der Relegation noch mal ganz anders vorm Fernseher mit, wenn man weiß, dass es um den zukünftigen Arbeitgeber geht, oder? Ja, definitiv. Also es war ja schon relativ, ja, was heißt relativ früh, aber es stand ja schon ein paar Wochen fest, dass ich zum FCK gehen werde. Und dann verfolgst du es natürlich noch mal ganz anders, als wenn du es normal guckst. Und ja, ich habe den Jungs die Daumen gedrückt und die haben mich auch nicht enttäuscht. Vor allem in der Relegation nicht, aber zu der Zeit war ich schon im Urlaub und habe es von da aus verfolgt und war natürlich absoluter Nervenkitzel, aber die Jungs haben es gepackt und ich bin sehr stolz. Und im Urlaub konntest du dann wahrscheinlich auch nach dem Spiel, wenn noch nicht mit den neuen Mannschaftskollegen, aber dann auch mal anstoßen auf den Aufstieg. Definitiv, ja. Danach habe ich definitiv angestoßen und ja, habe es auch ein bisschen gefeiert. Sehr gut. Jetzt bist du hier, ihr seid jetzt seit 5 Tagen im Trainingsbetrieb, neben dem Lactatis, der ja immer zum Liebling der Vorbereitung gehört. Habt ihr aber auch schon das erste Testspiel in den Beinen. Wie geht's dir denn aktuell? Ja, die Vorbereitung bisher ist sehr heiß und anstrengend. Das Wetter macht es nicht unbedingt leichter, aber ja, gehört halt dazu. Das ist die Vorbereitung, die ist dazu da, um fit zu werden. Und das nehmen wir alle gut an und geben Vollgas, damit wir dann am ersten Spieltag topfit erscheinen und Vollgas geben können. Vorher hast du schon ganz kurz angesprochen, die Fans des FCK, die kennt man über die Grenzen der Pfalz hinaus. Wie war es denn jetzt für dich, beim ersten Testspiel in Rülsheim auch mal so diesen direkten Kontakt zu haben? Und man muss es ja sagen, bei fast 40 Grad sind es immerhin auch knapp 3000 Zuschauer gewesen, die euch da unterstützt haben. Ja, es ist brutal zu sehen, wie die Leute hier den Fußball leben. Habe ich bisher noch nicht erlebt. Ich glaube generell, wenn man nicht von hier kommt, dann muss man es erstmal selber spüren oder selber erleben, um es wirklich zu fassen, was da passiert. Und auch wenn es nur 3000 waren, aber wie du es schon gesagt hast, an so einem Tag wie da, wo es glaube ich 38, 40 Grad waren, ja, siehst du einfach diese Leidenschaft, die Menschen für den Fußball und für den FCK haben. Und das ist, macht dann einfach stolz, dann für so einen Verein spielen zu dürfen. Auch wenn es noch in weiter Ferne aktuell ist, macht es auch noch mehr Bock aufs Eröffnungsspiel, das ihr hier auf dem Betze austragen dürft? Ja, das ist sowieso ein absolutes Highlight für uns alle, glaube ich. Da fiebern wir alle jetzt schon drauf hin. Und wie du schon meintest, ist es noch ein bisschen hin, aber trotzdem ist es, glaube ich, schon in jedem Kopf drin. Und Freitagabend, Flutlicht hier, Eröffnungsspiel, zweite Liga ist natürlich, also mehr geht nicht. Bis es soweit ist, müsst ihr noch ein bisschen schwitzen. Hast du dich denn da optimal drauf vorbereitet? Also wie hast du die Zeit jetzt vom Trainingsauftakt hier verbracht? Im Urlaub, hast du schon gesagt, bis kurz bevor es losging? Oder hast du auch schon die Gelegenheit genutzt, dir ein bisschen Kaiserslautern und die Pfalz anzuschauen? Ich war schon, bis Ende Mai war ich im Urlaub, also direkt nach dem Drittliga-Ende. Und bin dann bewusst bis Ende Mai geblieben, damit ich noch 1-2 Wochen Vorlaufzeit habe. War dann eine Woche vorher knapp, war ich schon hier, habe mir das alles angeschaut. Habe mir natürlich auch schon Wohnungen angeschaut und die Stadt und das Umfeld und ja, habe die Tage ein bisschen genutzt. Sehr schön. Dann hoffen wir, dass du bald dann auch richtig hier angekommen bist. Lass uns mal kurz aufs Sportliche blicken. Du bist Innenverteidiger, kannst auch außen spielen. Die Abwehr ist auf jeden Fall das, was den FCK in der Aufstiegssaison ausgezeichnet hat. 27 Gegentore in 38 Spielen, das ist absoluter Bestwert der Liga gewesen. Nimmt man das dann auch so als kleine Challenge und als Anreiz zu sagen, man ist jetzt neu und will bestätigen, dass diese Defensive hier so stark ist?
Ja, Challenge ist das falsche Wort, glaube ich. Also ich glaube, die Jungs haben einfach gezeigt, dass sie brutal verteidigen können. Ist ja auch nicht nur die Viererkette dann, sondern die ganze Mannschaft, die da mitarbeitet. Und ich sehe es für mich grundsätzlich als große Herausforderung, mich hier zu beweisen und zu zeigen, was ich kann. Und mit den Jungs zusammen dann Spiele zu gewinnen und vor allem auch durch die Defensive, weil das im Endeffekt mein Job ist. Und das ist so das, was ich dabei fühle oder spüre oder mir vornehme. Sehr schön. Auch da freuen wir und die Fans sich sicherlich auch sehr drauf. Bevor wir gleich mit dir noch eine kleine Entweder-Oder-Spielrunde machen, abschließend die Frage. Gerade in den aktuellen Zeiten mit Social Media und Co. ist es ja fast unmöglich, irgendwelche Geheimnisse für sich zu behalten oder irgendwas Besonderes zu haben, was noch nicht in der Öffentlichkeit stand. Gibt es da bei dir irgendwas, was du jetzt ganz exklusiv mit uns und unseren Fans teilen könntest oder möchtest? Eigentlich fällt mir da so prompt nicht viel ein. Vielleicht mein Spitzname Lazzo, der sich in Dortmunder Zeiten, also schon ein bisschen her, entwickelt hat. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, weil von Lars auf Lazzo ist eigentlich ein bisschen weiter weg. Aber das hat sich dann so durch den Fußball gezogen. In Meppen war es dann auch so, dass mich fast alle so genannt haben. Und das ist vielleicht eine Sache, die nur nicht viele wissen. Ich glaube, das stand noch nirgendwo und Sehr schön. Lazzo, dann übernehmen wir das auch ab hier, freuen uns sehr und uns vor allem drauf, dich gleich bei einer Runde entweder oder noch ein bisschen besser kennenzulernen. Danke bis hierhin. Danke auch. Ich freue mich.